Servus Leute, willkommen zurück zu Rule of Rose. Ich habe eine kleine Pause gemacht und im letzten Part habe ich gesagt, dass ich nochmal versuchen will, Brown an diesen einen Brief da riechen zu lassen. Vielleicht finde ich ja noch was. Schmetterlingsbrief war es? Ne, Blumenbrief. Wie komme ich auf Schmetterlingsbrief? Wahrscheinlich gerade irgendwie so ein Schmetterlingskasten. So. Day. Ups. Day. Come. Come. Go. Ja, dann such mal. Wieso sitzt du da? Willst du, dass ich in den Aufzug gehe? Müsstest du dann nicht in Richtung des Aufzugs gucken? Egal, ich fahre einfach mal nach unten. Vielleicht muss ich ihn auf der unteren Etage suchen lassen. Was? Ja, dann los. Also du suchst noch automatisch. Folge ich dir mal, mein vierbeiniger Freund. Es ist so warm hier. Ich hatte gerade in der kleinen Pause, die ich genutzt habe, habe ich die ganze Zeit den Ventilator laufen lassen. Jedes Mal, wenn ich ihn ausmache, ist es danach nur noch wärmer, aber in der Zeit, wo er dann läuft, ist es schön angenehm. Okay, ich folge Brown. Okay, hier lang. Aber ich muss sagen, der Horrorfaktor bei dem Spiel ist bisher eher schwach. Psychomäßig okay. Wir gehen tatsächlich zurück. Psychomäßig dreht das Spiel ein bisschen rund, aber ansonsten so Horrorfaktor ist an sich nicht so groß vertreten. Ich meine, gut, da sind diese kleinen Gnome da. Dieser Gnome mit diesem Rattenkopf. Ansonsten, ja. Da rein. Was für ein Geräusch. Das fällt mir jetzt erst auf. Was? Ah. Jennifer, ich habe ein tolles Geschenk. Nur für dich. Es ist fast fertig, also warte bitte noch etwas. Aha. Ich frage jetzt nur, was muss ich jetzt machen? Wenn ich das wüsste. Ey. Ist da jemand mit einer Papierkugel nach mir? Nein, dann Jennifer, melde dich sofort beim Geschenkkasten. Ängstliche Prinzessin zuckte nervös mit den Schultern und sagte: Schade, aber das mit den Geschenken muss noch warten. Sollten wir einander Glück wünschen, Jennifer? Hihi. Die erinnert mich sehr an die Bilitas. Also irgendwie alles an ihr erinnert mich an die Bilitas. Sieht gleich aus, sie benimmt sich gleich. Wow. So eine Homeliste. Aua, ich habe gerade was gestochen. Eklig. So, du bist wahrscheinlich zum Aristokratenclub. Gut, dann gehe ich da mal hin. Oh, Aristokratenclub. Kitchen, Kitchen. Notfall, Amanda und Jennifer. Der einhörnige Peter ist weggerannt.
Infant, Infant. Einhörnig? Wieso einhörnig? Ja, auf jeden Fall muss ich Peter fangen. Oder Peter, vielmehr. Ah, da willst du rein. Was suchst du denn? Oh. Die weise aussehende Prinzessin starrte das Mädchen mit eisigem Blick an und sprach. Sir Peter ist weggelaufen. Jennifer und Amanda, ihr müsst ihn sofort finden. Okay. Ist er ganz allein in der Bibliothek? Der Leihbücherei. Oh, leck das hier. Die ängstliche Prinzessin kroch auf allen Vieren und sagte: Da muss hier irgendwas sein. Bin mir ganz sicher. Aber dein Gestöhne, das klingt nicht gesund. Okay, mit Brown. Lass gut sein. Kam. Okay, ich muss einen Peter suchen und finden. Wenn ich jetzt bloß wüsste, wo der wäre, kann ich mich ja dumm und dämlich suchen. Was sei denn, es gibt irgendeinen Hinweis. Verdammt, jetzt habe ich mich verschluckt. Ist gar nichts. Habe ich ein Item, was mir hilft, diesen Peter zu finden? Nö. Das aussieht nicht. Ey, habt ihr nicht irgendwie ein paar krasse Tipps auf Lager? Moment mal, Tipps? Ah, die Vogelscheuche. Da jetzt zurückklatscht, das dauert ja ewig. Das ist nun mal das Einzige, was ich machen kann. Feinde scheint es hier eigentlich nicht zu geben. Und sie sind nur sehr spärlich verteilt. Du warst vorher nicht da. Die ungestüme Prinzessin hastete herum und klagte. Se movia de un lado. Keine Ahnung, was das für eine Sprache ist. Klingt irgendwie wie Spanisch. Oder Portugiesisch. Ich kann es auch nicht übersetzen. Seine ist so wie der Underground. Acta est fabula. Aber, also sehr Latein. Wenn man möchte, dann glaube ich das nicht. Se movia de un lado. Ich glaube, das werde ich mir mal aufschreiben und dann werde ich es irgendwie in den Übersetzer oder so anklatschen. Dann werde ich es entweder im nächsten Part sagen, was das bedeutet, oder vielleicht blende ich es auch hier ein, wer weiß, wenn ich es nicht vergesse. So, See, falls das überhaupt irgendwas heißt. Movia, das ist ein V, de un lado, de un lado. Also Movia könnte irgendwas Filmmäßiges heißen, aber im Rest keine Ahnung. Peter stinkt nach Kacke. Er stinkt so, dass ich ihn nicht andangen will. Stinker, Stinker, hau ab. Bist du Peter? Okay, ich bin verwirrt. Das Spiel war eigentlich immer ziemlich linear, aber jetzt wird es langsam kompliziert. Weil jetzt habe ich irgendwie keine Anhaltspunkte, also ich kann jetzt eigentlich nur die Vogelscheuche fragen. Wobei ich würde sagen, es stinkt nach Kacke, dass ich irgendwie in die Toilette muss. Sollte ich? Ich glaube nicht. Was ist das da? Ein Hase. Was zum Geier macht ein Hase hier?
Okay. Kanickel. Oh Gott. Ich mich gerade schocken. Ich habe eine neue Geschichte für dich geschrieben. Der Typ ist echt unheimlich. Ganz im Ernst. Gut, dann war mein Gedanke, dass ich zurückgehe zur Vogelscheuche. Nicht so schlecht, ich habe schon da die Zettel davon gesehen. Was hat sich hier verändert? Außer dass jetzt ein paar Sachen am Boden liegen, aber hier in der Mitte irgendwie, weiß ich nicht, was das sein soll. Sieht aus wie so Laub. Falls man die ganze Zeit den Regen draußen hört, ja, dagegen kann ich nichts machen. Ich habe das Fenster nun mal offen, weil sonst würde ich hier sterben vor lauter Hitze. Ja, gut, nehmen wir jetzt erst das hier auf. Kann sein, dass das das Kaninchen ist? Peters Kot. Das will ich auch nicht. Der Sack enthält die gleichen schwarzen Kügelchen, die auf dem Boden liegen. Kann sein, dass Peter ein Hase ist? Das Kaninchen vor gerade eben? Ja, der Regen draußen wird immer lauter. Ja, danke. Ich hoffe, er stört niemanden. Sir Peter. Sir Peter. Nein, nein, nein. Sir Peter. Sir Peter ging spazieren. Sir Peter. Sir Peter musste im Käfig dringend aufs Klo. Sir Peter. Sir Peter musste so sehr, aber traute sich nicht. Sir Peter, Sir Peter wurde in den Sack gesteckt, doch ein Klo fand er nicht. Ade, Peter. Ade. Aha. Ah! Kanickel! Ich wette, Peter ist das Kaninchen. Dem werde ich jetzt mal folgen. Ach du Scheiße, hab ich mich gerade erschrocken. Weil ich dachte, das Kaninchen hätte sich transformiert. Jetzt gerade eine Gänsehaut. Wegen diesem Kaninchenmann gerade eben. Geht er uns im Kreis? Bitte nicht noch so ein Kaninchenmann, weil die Musik klingt schon so, als ob jetzt noch so einer kommt. Ich will, dass die Kamera mich in die Richtung gelotst hat. Okay, jetzt kriege ich doch etwas Gänsehaut. Kaninchenmann? Where are you now? Also nicht Kaninchen, Mann. Der soll bloß wegbleiben. Das Kaninchen will ich haben. Was ist mit der Musik los? Die Kamera ist gerade dumm wie Hölle. Ich kann sie nicht ändern. Habe ich dich da drunter gesehen? Ja, da ist es. Gott. Da liegt was auf dem Tisch. Das Kaninchen ist nach rechts gegangen. Okay, ich ausweiche. Alter, wie viel seid ihr denn? Nein, 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 nein. Erstmal das da. Ja, nimm es, nimm es, nimm es, nimm es. Das ist nicht wahr. Verzieht euch. Nimm schneller. Küchenmesser. Nein! Weg! Mach doch was! Ja, Gott, habe ich hier irgendwo Gesundheitsanzeige? Ich nehme an, dass da oben ist meine Gesundheitsanzeige. Jetzt werde ich hier schnell. Ich kann nichts tun! Nein, ich habe die Kamera bedient. Verpisst euch! Aber das ist ja. Hallo! Brown, kannst du irgendwie angreifen oder so?
Die lassen mich hier nicht weg. Oh, schnell weg hier. Wie sieht mein Gesundheitszustand aus? Die haben mich jetzt echt zerlegt. Danke. Das ist nicht wahr, oder? Die lassen mich hier nicht raus. Das heißt, ich muss gegen diese Viecher kämpfen. Oh Gott. Okay, kommt her, ihr Schweine. Kommt her. Hätte ich vielleicht gleich machen sollen. Kommt her. Oh, noch langsamer kann das auch nicht laufen. Kann Brown nicht angreifen oder so? Haut ab! Da spritzt das Blut, ja, schön langsam in Zeitlupe. Vielleicht muss ich die killen. Das ist nicht euer Ernst, der steht immer wieder auf. Wie soll ich denn hier jemals vorbeikommen? Verzieht euch! Irgendwie machen die gar nichts. Doch jetzt. Nein! Kann ich hier nicht irgendwie angreifen oder so? Oh, hört auf, um mir rumzunageln. Haut drauf! Oh ja, alle hier. Alle. Oh, die stehen immer wieder auf. Ja, jetzt, renn durch, renn durch. Nein! Oh Gott, ist das bescheuert hier. Dumm, wie wäre ich nicht? Haut ab! Toll, ich verschwende meine ganze Scheiße. Aber wo Scheiße, immer Peters Code. Toll. Weg! Brown, hau ihr ab! Okay, weg hier. Dringendst weg hier. Wenn ich es nicht mag, Brown, aber... Ich hoffe, diese Viecher sind weg. Okay. Wisst ihr was, Leute? Ich werde jetzt hier... Hier mein welches Messer? Küchenmesser. Was ist denn besser? Nehmen wir das Küchenmesser ist besser, also nehme ich das jetzt. Ich muss warten, bis Brown. Greift doch nicht Brown an, oder? Ach, ihr seid so viele. Vielleicht kann ich euch austricksen. Scheint zu dumm zu sein. Ja, Kamera ist auch dumm. Okay. Sind so wie diese untoten Höhlen aus Dark Souls. Die sind genauso dumm. Aber in der Mehrzahl sind sie nun mal trotzdem gefährlich. Komm her! Ja, da! Nein! Okay, ein Stich war schon mal ganz gut. Der dich um, Jennifer. Ja. Der da. Ach Gott. Könntest du mal aufhören, so ein Mädchen anzugreifen? Ah. Okay, der eine ist tot. Kann sein, dass die noch geschwächt sind von vorhin. Das wäre ja geil. Nein, 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 nein. Nein. Ausweichen. Ah. Brown wartet. Bitte lass mich durch, bitte lass mich durch, bitte lass mich durch, bitte lass mich durch. Sag mal, halt mich doch. Ich komme hier nicht durch, bevor ich die Garde hier nicht platt gemacht habe. Ist ja bescheuert.
Das schaffe ich doch nie. Ich werde sterben. Nein, 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 nein. Das sind doch viel zu viele. Ich will weg. Lieg nicht im Weg. Dummer Ghoul. Ja, was auch immer du bist. Bisher fand ich das Spiel ja eigentlich ganz gut, aber jetzt wird es langsam gescheuert. Wie soll ich so viele Gegner auf einmal besiegen? Ah, die sind tot, die beiden. Nein! Nein, 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 lass mich los! Lass mich los, habe ich gesagt. Ach! Was soll der Dreck? Ich stehe jetzt nicht nochmal auf, oder? Komm, jetzt stich sie doch nieder! Stich zu! Ja, der da! Ich wollte gerade weggehen. Verdammt! Nein! Los! Loslassen, loslassen! Lass los, Gott verdammt! Ich kann nichts tun! Ich weiß nicht mal, welche Taste man drücken muss. Super Kamera, muss ich schon sagen. Gut, zwei sind tot. Zwei von 50. Nein. Gut, noch zwei sind tot. Kann sein, dass ich meine Heil-Items viel zu früh verschwendet habe. Ja, ja, stich ihn nieder. Der da. Bin gerade ein bisschen zu laut. Gut, meine Anlaufstelle, jetzt der da. Erstich ihn. Oh Gott, Mädchen, du kommst so lächerlich. Das ist doch... Ja, das ist lächerlich. Was anderes fällt mir hier nicht ein. Nimm dir mal ein Beispiel an Miku Hidasaki. Die kämpft wenigstens gut. Die kämpft zwar nicht mit dem Messer, aber egal. Ich hoffe, du bist tot, du Einzelner da. Nee, natürlich nicht. Jetzt steht wieder auf. Habt ihr euren Kumpel gerade wiederbelebt? Das ist ja bescheuert. Gott verdammter Bastard! Dummer! Der Sturm draußen wird auch immer schlimmer. Und mein Hals wird auch nicht gerade besser. So, kommt her. Ja. Der da. Hä? Was war denn das gerade? Was ist das für ein Angriff? Mein Hals. So. Drei Leben noch. Drei. Boah, das war gut. Ja, das war auch gut. Erstich ihn! Ja! Immer feste Druff! Ja, da. Nein! Darf nicht zu knuspern! Ja, man hört meinen Controller, ich weiß. Steh auf. Wenn es einer ist, dann sollte es einfach sein. Weil dann warte ich einfach nur, bis er sich fetzt und dann ersteche ich ihn. Fetz dich. Nein, Kamera! Ja, jetzt würde ich töten. Töten! Oh, in die Glatze. Ja, eigentlich nicht, aber egal. Ich habe meine ganze Heilung verschwendet. Kann sein, dass der rote Balken da oben meine Lebenskraft ist. Wenn ja, dann habe ich jetzt die ganze Zeit umsonst verschwendet. Und super. Brown sitzt immer noch da vorne und das Unwetter draußen wird immer mehr und mehr. Und ich hoffe wirklich, dass diese Viecher nicht noch mal wiederkommen.
Ich hoffe es wirklich sehr. Im Moment, wenn ich zurück kann, sind da hinten auch die ganzen Viecher, oder? So klar. Okay, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss weitergehen. Ich hoffe, diese Viecher sind nicht mehr da. Wenn doch, dann deckt mich. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Gut, ich werde hier den Part beenden. Ich werde den Spielstand laden und da dann wieder hinspielen. Weil ganz im Ernst, das geht mir auf den Sack. Das war Rule of Rose. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.